Lieben Fische, herzlich willkommen zu eurer Legung für den Dezember natürlich, ja. Solltet ihr hier nicht in Resonanz gehen, Negatives wie Positives bitte in diesem Video drin lassen. Ansonsten das Video verlassen, Stopp drücken, klicken, was auch immer. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit deiner Seite an. Dein Gegenüber ist eben dein Gegenüber, sofern du eins hast. Ansonsten wirst du gucken, bist du Aszendent, Mond, Venus, Sonne, was auch immer, ja, für wen du guckst. Der erste ist Fische. Die zweite Legung gegenüber. So, liebe Fische. Oh, da schlüpfst du aber wie aus dem Wasser. Guckst du einmal kurz hoch und nach und sagst dir, tschüss, ich gehe wieder unter. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein bisschen Trouble mit 7 der Stäbe. Sehr temperamentvoll, sehr feurig hier nochmal im letzten Monat unterwegs, ja. Hier ist fast eine Vorsichtsmaßnahme geboten. Irgendwie Kampfmodus, Bereitschaft. Irgendjemand hat dir hier nicht gut getan. Wir gucken mal bei deinem Gegenüber rein, ob es hier eine übertriebene Ansage ist. Oh, hier drehst du, glaube ich, ab. Dein Gegenüber hat sich zurückgezogen im Eremiten mit der Neuen. Hier hat man sich zurückgezogen zum Erholen, einfach weggebeamt, wollte seine Ruhe haben, aber das ist der Grund, dein Gegenüber braucht hier ein bisschen Pause, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Klarheit, Sicherheit, Erkenntnis, ja. Du gehst hier aber gerade auf die Barrikaden oder kennst das Spiel schon, du hast darauf keine Lust mehr. Du zeigst deinem Gegenüber hier schon fast an, jetzt reicht's aber, die Front ist erreicht, ich habe keine Lust mehr. Jedes Mal so zu warten. Du bist hier in so einer inneren Unruhe, weil du immer nicht weißt, wie geht es aus? Wann kommt was rein? Wann erfahre ich wieder was von meinem Gegenüber? Das ganze Prozedere hier durch. Irgendwie eine vorbelastete Situation. Ansonsten wärst du ja auch nicht im Kampfmodus oder in Bereitschaft loszukämpfen. Aber du machst dich hier total hippelig, auch wieder mit der Feuerenergie, dass du schon so auf alles gefasst bist, ja, du steckst in irgendeiner Situation drin, die hier nicht so geklärt und bereinigt ist, weil du kommst auch einfach hier, also du bist Stab, lieber Fische, du kommst ja einfach nicht so klar, ja, mit dieser, es kommt dir wirklich lahmarschig vor, so nach dem Motto, jetzt komm doch mal aus dem Arsch, ja, so ungefähr, Entschuldigung, was soll ich damit anfangen, wenn du für dich immer zurückziehst, wenn du hier in den Winterschlaf gehst, mit welchen Angaben soll ich hier kämpfen? Hier ist man, oder du bist hier ein bisschen sauer auf dich selber, ja, so immer wieder dieses Gleiche. Und du bist schon fast so eingestellt, das wird sowieso wieder so kommen. Eigentlich kennst du das Spiel hier in der Rolle, aber du hast hier unheimlich viel Geduld, weißt aber auch, dass das hier nicht gesund ist, ja. Du hast hier gerade so eine leicht aggressive Note an dir für den Dezember. Du bist hier so in Kampfstellung, wenn sich hier nochmal was wiederholt, ja, und mein Gegenüber hier aus dem Rückzug irgendeine Aktion macht, dann bin ich bereit, ja, du kannst nicht loslassen. Du bist hier wirklich in dieser Stellung, erlaube dir hier nochmal einen Fehler, so nach dem Motto, oder wenn hier irgendwas nochmal kommt, du bist bereit für die Abwehr, um dich hier nicht mehr wehtun zu lassen, aber das auch schon fast übersteuert, ja, du solltest hier so ein bisschen mehr ruhiger kommen, weil auch dieser Prozess des Wartens und Position, Angriffsstellung ist schon so, du merkst da so wirklich so eine aggressive Wut in dir, weil man dir oder du fühlst dich hier verlassen, benutzt, du hast hier irgendwas verloren, ja, das ist ja alles so diese feurige Energie, die du hier mitträgst im Dezember, Enttäuschung. Und solltet ihr hier noch Kontakt haben oder sich hier irgendwas im Hintergrund abspielen, dann ist es immer noch so dieses Fight, ja, erlaub dir einen Fehler, tu mir nicht nochmal weh. Das ist so, du hast mir oder könntest mir wieder was stehlen, klauen, rauben, ja. Du hältst dir schon fast alles an dir sehr, sehr vorsichtig, wenn es hier mit diesen Menschen auf eine neue Erkundung geht, ja, oder du kannst hier diesenjenigen nicht so durchschauen. Das ist hier so wirklich sehr ruhig, so fast so wie, na komm, wann geht das Feuerwerk hoch, ja? Dein Gegenüber, da denkst du dir so, hä? So, was ist das für ein Prozess? Bist du vielleicht auch gar nicht gewohnt, dass jemand überhaupt zur Erkenntnis kommt? Du traust, sagen wir es mal so, dem Braten noch nicht so ganz, ja, hier im Dezember. Oder das, was jetzt hier gerade so abgeht,
müssen wir ja nicht komplett jetzt hier auf den Tag genau beschränken, kann kurz davor, kurz danach noch nachhallen. Dein Gegenüber, lieber Fischegeborene, hat jetzt die Macht übernommen, ja? Hat jetzt hier die Macht übernommen, sieht sich auch im großen, klaren Vorteil. Ich würde fast sagen, das Ding ist gematcht. Aber so gematcht, dass man hier eine Herausforderung antreten muss. Man hat das Gefühl, dein Gegenüber fühlte sich auch sehr verletzt, sehr verwundbar. Hat hier eine Mauer erstellt, weil man hier erkennen wird oder erkannt hat, man muss hier standhaft bleiben. Es ging hier irgendwas nicht nach dem Willen dieser Person hier. Und da kommt man hin, ja. Man wird hier selbst erfahren oder selbst zu sich eine gewisse Härte aneignen, die einem konsequent zeigt, wo der Weg für dein Gegenüber hier hingeht. Hat sich eventuell schon entschieden, wird sich hier entscheiden nach der Erkenntnis. Aber das sind zwei Kracher-Dinger, die jetzt nicht schlecht sein müssen, aber vielleicht schlecht sind für dich, ja, vom Gefühl her. Hier ordnet sich aber jemand ganz, ganz bewusst und konsequent ein. Und wenn das nach dem Herrscher steht, dann steht das auch. Man wird dir wahrscheinlich irgendwas gesagt haben oder erzählen. Wird dir was erzählen. Und es könnte auch sein, dass du damit hier nicht so ganz klarkommst, ja, mit dieser Ansage, die von deinem Gegenüber kommt. Also es herrscht hier eine sehr, ich würde dir gerne was anderes mitteilen, aber es herrscht hier sehr, bei dir sehr, boah, 1500 Millionen Knallerbsen sind auf jemanden hier gerichtet, ja, weil du diesen Prozess hier irgendwie auch gar nicht verträgst oder kennst von deinem Gegenüber. Hier ist Ruhe und du merkst irgendwie die Ruhe vor dem Sturm, ja, das ist hier so ein, na komm doch, so nach dem Motto, ja, du lässt dich hier aber auch nicht mehr verletzen. Könnte auch ein guter Bluff sein, aber man hat sich jetzt hier erstmal zurückgezogen. Man muss hier selber nochmal nachdenken. Und bei dir liegt es natürlich auch, lieber Fischegeborene, na, auf keinsten. Also so eine Energie bringst du hier aber auch mit, dass alles durcheinander fällt. Dass du hier dich schützen musst, ja, du erkennst das auch. Sonst wärst du nicht in so einer Stellung schon mit deinen Stöckern. Mit deiner Feuerenergie, Temperament könnte laut gewesen sein, könnte laut werden, je nachdem. Aber du wirst dich hier doppelt und dreifach absichern, bevor dir hier nochmal was geklaut wird, ja. Da bist du so ein bisschen, ich will nicht sagen geizig, aber du weißt, so schnell machst du es demjenigen nicht nochmal, der hier auf dich zukommt, ja. Du bist hier so ein bisschen auf Krawall gebürstet, weil du hier sehr viel Klärungsbedarf hast. Und hier ist eben jemand auch in dieser Energie drin, das durchzuziehen, was man dir vielleicht vermittelt hat oder vermitteln wird. Je nachdem, wir schauen mal. Hier ist ein Prozess, hier hat sich jemand auch abgewendet. Die Karte kommt komischerweise sehr oft. Die kam auch beim Skorpion. Hier lernt man sich wirklich nicht mehr von dir beeinflussen zu lassen oder der Einfluss von dir klappt hier nicht mehr. Ja? Man hat sich hier wirklich strikt an diese Linie gehalten, die Erkenntnis und der Herrscher. Schon fast so... Nee, ja, fruchtet alles momentan nicht. Hier möchte jemand, hier weiß vielleicht auch jemand selber nicht, wie man selbst vorwärts kommt und an dich rankommt. Man probiert ja auch wieder zu überlegen, was muss ich tun, um, oder was habe ich falsch gemacht, ja. Da ist man aber wirklich in der Linie drin, um klar zu erkennen, was habe ich denn hier versaut, war ich zu hart? War ich oftmals zu ruhig? Diese Erkenntnis und dieses Standhaftbleiben wird hier zusammen vermischt. Man guckt, in welcher Rolle, in Anführungsstrichen, man sich hier selber befindet. Ja, vielleicht weiß man das auch so oft gar nicht. Man fühlt sich mal so und mal so. Man braucht hier auf jeden Fall sehr viel Ruhe. Und es könnte auch hier sein, dass sich hier jemand abwendet und du das Gefühl hast, du undankbarer Mensch. Ja, aber man kommt hier selber irgendwie nicht so klar. Man ist ja selber verstört und guckt in die Luft. Also so eine richtige Lösung hat dein Gegenüber hier auch nicht so wirklich im Sinn, weil das ist hier eine Erkenntnisfrage. Hier wird jemand sehr tiefgründig alles nochmal durchgehen. Vielleicht auch deine Situation, deine Aktionen werden hier mit einspielen, einfließen. Lieber Fischegeborener, auch sehr oft, das gibt es doch gar nicht. Dezember ist Sicherheit, Halt und Zusammenhalt. Dir geht es wirklich
darum, dass hier diese Sicherheit entweder mit deinem Gegenüber entsteht oder du boxst dir das Zelt komplett mit deiner Feuerenergie weg, ja? Also das Level ist hier so erreicht. Entweder klappt es hier nochmal mit einer Sicherheit und deinem Gegenüber, oder du bist diejenige oder derjenige, der diesmal mit seinen Rambazamba auf Angriff, du bist hier schon wirklich so in Kampfmodus-Stellung. Hier bräuchte man nur noch ein Glas umkippen. Du bist hier gewappnet und hältst hier auch an allem fest. Hier wird nichts mehr genommen, nichts mehr kaputt gehauen. Du bist diejenige, die in dieser Situation oder derjenige, der jetzt in dieser Situation sein Haus, seine Wohnung, seine Sicherheit, die man aufgebaut hat, schon fast verteidigt, ja. Das, was man dir hier vielleicht übermittelt hat, ist nicht unbedingt kompletter Schmerz. Das kann ich auch nicht sagen. Es ist eher der Schmerz in der Unverständnis, weil du diesen Menschen hier nicht verstanden hast und verstehen kannst. Das ist hier so, was bist du, ja? Mal schweigen, mal nicht erreichbar, mal zurückziehen. Mit Ansagen, ohne Ansagen, mächtig von der Erscheinung dein Gegenüber, vielleicht auch im Reden, im Standhalten. Das macht dich vielleicht auch sauer, dass hier immer die Entscheidung von dieser Person kam. Aber so richtig ist man hier auch mal übersetzt wieder Hans Kuck in die Luft, ja? Man ist hier in so einer Energie, so richtig Bescheid wissen tut man auch nicht. Was ist denn das jetzt mit uns? Aber du bist hier auf jeden Fall so ein bisschen klarer und sagst, hier komm mir noch einmal zu nah, egal ob hier noch mal was probiert wird oder nicht, komm mir einmal zu nah und ich stech dein Zelt nieder, ja? Beziehungsweise ich steche vorher zu. Du wirst hier von einem kleinen Fischi zum Hai, sagen wir es mal so. Sehr angriffslustig in der Ebene, sollte dir hier nochmal dein Gegenüber irgendwas versuchen anzutun oder fügt dir irgendwie Schmerzen zu. Du verteidigst hier komplett deine Sicherheit, die du dir aufgebaut hast, dein Eigenheim. Und das ist das, was du für nächstes Jahr auch hier nicht mehr möchtest, dass man dir deine Sicherheit hier, deine Stabilität generell madig redet, ja? Vielleicht auch mit gewissen Zügen, wo du nicht eine Klarheit und eine Einheit hier sehen konntest. Und ja, hier sagt vielleicht auch jemand, warte auf mich, ja, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, warte auf mich, ich muss mal überlegen, aber so die letzte Karte, so vier der Kelche, ist so, auf was soll man hier eigentlich warten, ja? Oder wie stelle ich es denn an? Was bin ich denn nun? Habe ich zu Ende nachgedacht? Bin ich hier noch im Prozess? Man muss sich hier selber erstmal klar werden, was man hier auf deiner Seite eventuell falsch gemacht hat, ja? Vielleicht hast du das auch übermitteln können und da steckt man jetzt drin und denkt nach. Liebe Fischegeborene, deine Tendenz für den Dezember oder kurz darauf folgend, gucken wir mal weiter, wie das ausgehen könnte hier alles. Zwei haben wir schon draußen. Es sieht so aus, als würdest du hier auch wieder den Kampf ansagen. Mit dem Leiden ist jetzt vorbei, ja? Du wirst entscheiden. Also nochmal, dein Herz hier zerknüppeln lässt du nicht. Das ist hier so die Tendenz aus dem, was du gelernt hast. Da klappst du den Deckel zu, da sagst du, nö, jetzt ist Ende hier, jetzt ist Schluss. Da fallen jetzt hier keine Zirkusvorführungen hier mehr, keine Aufführungen mehr. Du bist hier nicht mehr der Clown. Wenn du irgendwas siehst, wo du hier wirklich deinen Haiangriff hier starten musst, bei deinem Gegenüber nochmal oder jemals, da wirst du gleich mit der Klappe um die Ecke kommen und sagen, nee, dafür hast du zu noch gelitten. Ja, zu hoch oder genug gelitten. Die Tendenz ist, dass du hier dir bewusst wirst, hier hat dich jemand nicht gesehen als das, was du warst. Ja, ob männlich oder weiblich, ist ganz egal. Hier hatte jemand die Herrscherin-Energie. Erinnert euch, oben ist der Herrscher momentan in der aktuellen Energie und deine Tendenz, das hat man wohl zerstört, ja? Man hat dich hier als Herrscherin getroffen, gesehen. Man ist hier in dem Herrschermodus zurück, dein Gegenüber, und du wirst als Tendenz hier wieder erleben, das mach bitte nie wieder mit mir oder das wird auch keiner mehr mit mir machen. Du wirst dich hier wieder hochrappeln zur Herrscherin. Deine Energie, die du vorher hattest, die du wahrscheinlich sehr stark verloren hast an eine gewisse Person hier. Und du stehst hier dafür ein, ja. Alles, was passiert ist, was kommt, dafür stehst du ein, denn du stehst auch wieder nach dem Tod auf. Das ist so die ganz klare Message für dich im
Dezember, ihr lieben Fischegeborene. So, dann haben wir jetzt hier noch eine Orakelkarte. Einfach nur zum Versüßen. Ja, ich finde die ja so süß. Oh, die will ja gar nicht mehr rein. Standhaft bleiben. Naja, was soll man hier auch sagen? Ja, du bist ja hier wirklich so eine bessere Message, kann es ja auch nicht mehr werden. Standhaftigkeit. Dein Gegenüber muss hier wirklich nur noch so. Das ist so wie ansatzweise schon das falsche Wort. Und du machst so einen Schritt einfach nur in die Leere, ja, so dass man sich hier schon erschrecken könnte. So hoch geladen bist du, weil es wird dir bewusst und es wird auch dem anderen klar werden, Freundchen, guck, was du aus mir gemacht hast, ja, nie wieder. Die Klappe schließe ich jetzt und entstehen wird das, wo wir uns mal gesehen haben, aber es wird wahrscheinlich auch dann so gehen, wenn du dir nochmal einen Fehler erlaubst, sagst du dir als Fischegeborene. Ihr Lieben, ich bedanke mich. Ich hoffe, ihr seid hier mit klargekommen. In Resonanz gehen natürlich nur, wer hier kann. Ja, das ist ja ganz klar. Das jaulen wir euch ja als Kartenleger die ganze Zeit vor. Es kann hier nicht auf jeden zutreffen. Und von daher hoffe ich, dass es für die Leute zutrifft, die endlich mal dran sind und die es auch noch nie irgendwie geschafft haben, Glück zu haben bei mir. Glück zu haben, ja, ist auch so ein Ding. Da braucht man kein Glück zu haben, sondern man wird dann gecatcht aus irgendwelchen Gründen, findet man ja her oder hat gerade die Energie, wo man das Video angucken möchte, anhand vom Titel, wie auch immer, ihr Lieben. Bleibt gesund, bis bald, spätestens im Januar.